Rescue Data and Repair, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ben, die Firma Rescue. Wir sitzen in den Lohgärten 24 66 440 Blieskastel im wunderschönen Saarland. Und ja, bei Fragen oder bei Problemen mit euren mobilen Endgeräten seid ihr bei uns natürlich jederzeit herzlich willkommen. Montag bis Freitag 10 bis 17, Samstag 10 bis 14 Uhr oder auf die Webseite gehen, rescue-repair.com. Dort auf den Punkt Auftrag erfassen klicken, dann könnt ihr einen Auftrag anlegen, wenn ihr in Deutschland wohnt, ein kostenfreies Sendungslabel erzeugen. Das Gerät erstmal kostenfrei zu uns einsenden und dann schauen wir uns diese ganze Sache gerne vor Ort an und unterbreiten euch einen kostenfreien Kostenvoranschlag. Also, das ist eine Sache, die, denke ich, ganz gut ist. Loslegen, auf die Webseite gehen oder bei uns vor Ort vorbeikommen. Hey, my name is Ben, Rescue Germany. If you want to mail a new device easily, it's just going to rescue-repair.com and click on create order to create a service case and mail in your device. Und jetzt starten wir mit einem neuen Video in diesem wundervollen Tag. Es sind gefühlte 35 Grad hier in der Werkstatt. It's about 35 degrees here in the workshop. It's crazy. But yeah, it's summer, okay? So, and today we just have a look for a data recovery job on an iPhone 8 after water damage. Also heute schauen wir uns ein iPhone 8 an, das einen Wasserschaden erlitten hat. Die Daten sind wichtig. Der Kunde hat es eingesendet zur Datenrettung. Und wir werden jetzt, oder ich werde jetzt dementsprechend heute Morgen mit euch schauen, wie wir das auf dem schnellsten Weg gelöst bekommen. So, we take out the screws on the bottom. Wir nehmen die Schrauben an der Unterseite des Gerätes raus dazu. Generell möchte ich gerne einmal was erklären zu einer Datenrettung an einer iOS-Device. I'll just say some words in German for the people to explain about data recovery jobs on iPhones or on iOS-Devices. Es ist so, dass wir hier logische Kopplung haben von mehreren Komponenten. Ja, stellt euch jetzt mal vor, ihr habt hier zum Beispiel, wir machen das so, dann seht ihr das besser. Angenommen, das hier ist die Festplatte. Ja? Dann haben wir hier das Logic EEPROM und dann haben wir hier die CPU. Ja? So. Auf diesem Speicher hier sind alle wichtigen Fotos hinterlegt, alle wichtigen Daten, Kommunikation, Text etc. So, jetzt denken viele, man kann einfach das hier auslöten, kann sich dann hier so ein Gerät holen, kann das da reinlegen und auslesen. Das funktioniert aber nicht, weil die Daten auf dem Speicher verschlüsselt sind. Ja, und um die Daten zu lesen, brauchen wir Schlüssel zum Aufsperren. Ja, das heißt, wir brauchen hier sowas. Und da brauchen wir einmal den Schlüssel von der CPU und einmal den Schlüssel vom Logic EEPROM, um hier den Speicher aufzusperren und dann die Daten lesen zu können. Heißt, ich brauche eine bootfähige iOS-Device mit einem funktionsfähigen CPU, mit einem funktionsfähigen Logic EEPROM und einem physischen taktenden Flash-Speicher. Andernfalls gibt es keinen Weg zu den Daten. Das ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Datenrettung an so einem Gerät. Ja? Wir bieten an solchen Geräten, wenn das Schadenbild zu groß ist und das Logic Board an sich nicht mehr reparabel ist, dann bieten wir dem Kunden die Möglichkeit, die Daten in dem forensischen Board-Swap-Verfahren zu retten. Das heißt, wir nehmen uns eine Platine, die funktionsfähig ist, auf der, ich habe jetzt leider gerade da nichts liegen, auf der kein CPU mehr drauf ist, die entlöten wir vorher, kein Logic EEPROM, kein Speicher, die Platine wird vorbereitet und dann werden diese funktionskritischen Bauteile, ich hätte es auch einfach mal hier in echt zeigen können, wir haben hier einmal den Speicher. Wir haben hier einmal eine CPU und das Logic EEPROM ist ein ganz kleiner Baustein, den zeige ich hier jetzt nicht dazu. Das ist jetzt ein A10 CPU und ein Speicher aus einem iPhone 8, aber das ist völlig egal. Damit wir an die Daten rankommen können, müssen wir diese Bausteine dann transplantieren auf eine andere Platine. Kommt das forensische Board-Swap-Verfahren zum Einsatz, wobei wir mitunter die höchste Erfolgsquote in Europa in diesem Bereich haben, sprich wir garantieren 100% Erfolg, wenn alle diese Teile physisch intakt sind. Keinen Fehler haben, bieten wir 100% Datenrettungserfolg an allen iOS-Devices. Ebenso gilt es für die ganzen Android-Devices mit Master Key Encryption, sprich CPU und Speicher. Ja? Ich denke, da werdet ihr wirklich mit der Lupe suchen müssen, um jemanden zu finden, der diese Erfolgsquoten anbieten kann. Ja? Und dementsprechend können wir eigentlich in allen Fällen, in denen die logisch gekoppelten Bauteile physisch intakt sind, eine Datenrettung anbieten. Bei diesem Gerät hier schauen wir uns erstmal an, ist es nötig, einen Board Swap durchzuführen, um an die Daten ranzukommen. Das ist immer das Erste, was wir prüfen. Also das Gerät war schon mal geöffnet, merke ich. Jawohl, hier fehlt auch komplett die Verklebung. Wassermarker ist rot, Rost an einer Schraube. So, this device was already opened before.
And we need to have a look if we can get access to the important data without swapping the board or if we need to swap the board. We will see in a minute. Also, wir werden das jetzt einmal überprüfen. Und dann werden wir schauen, wie es hier weitergeht. So. Wäre schön, wenn die Schraube hier... Kommen wir hier oben, fehlt auch schon eine Schraube. There's one screw missing on the top. Okay. Also das Gerät war definitiv schon mal auf. Der Bildschirm wurde auch schon mal getauscht. The screen has been replaced before you see it on this label here. Also, das Screen wurde vorab schon mal getauscht an diesem iPhone 8. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die ganze Verschraubung raus, um das Logic Board zu entnehmen und das Logic Board erst einmal anzuschauen. So, at first we just take out the Logic Board and have a look. If we see anything on the board, then we just check for boot behavior and then we see further. Also wir nehmen jetzt als erstes mal das Board raus, dann machen wir eine optische Kontrolle, dann prüfen wir das Bootverhalten am Labornetzteil und dann finden wir dementsprechend einen Fehler und können den im allerbesten Falle an diesem Logic Board beheben, ohne die funktionskritischen Komponenten swappen zu müssen, weil das natürlich dann auch wieder mit Kosten verbunden ist und wir wollen die Kosten in jedem Falle so gering wie möglich halten. Ja, das ist ja immer unser Ziel. Auch für einen glücklichen und zufriedenen Kunden ist es immer unser Ziel, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Vielleicht sollten wir das einfach mal so rum machen, dann funktioniert das eventuell. Ah, looks better in this way or not? Or we do it in that way. So, jetzt nehmen wir das Logic Board einmal raus. Okay, wir sehen hier noch Feuchtigkeit. We see some liquid here. Also wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das Ganze aussieht. Und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. So, we just check with our eyes and after that we have a look how we go on. So, jetzt gehen wir hier mal unter das Mikroskop. Es ist noch relativ früh am Morgen. Wir öffnen immer um 10 Uhr. Wir haben jetzt 8:45. Andi wird jetzt auch gleich eintreffen, mein Kollege zu meiner Rechten. Der arbeitet hier rechts am Tisch neben mir oder zwei Tische weiter. Ja. So. Gut. Optische Inspektion. Optical Inspection at first. So, wir schauen uns dann erstmal an, ob wir einen Wasserverlauf sehen, ja, wo das Wasser eingetreten ist. Sehen wir einen Flüssigkeitsverlauf? Warum ist der Wassermarker hier überhaupt rot? Auf den ersten Blick sieht das relativ gut aus. Was ich sehe, ist Korrosion hier in diesem Bereich, direkt am Connector für die Touch-ID. Korrosion hier in diesem Bereich, direkt am Display-Connector. So we see corrosion on the FPC for the Touch ID and corrosion on the FPC for the screen. And we see corrosion at Chestnut. So, wir sehen Korrosion hier am Display IC. Das heißt für mich, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich davon ausgehen, dass das Gerät vielleicht ein Low Short irgendwie hat, um die 50 mA vielleicht, und dass es kein Bild zeigt. Das wäre jetzt für mich logische Schlussfolgerung. So, if I think logical, normally we should have about a low short, about 50 milliamps and no image. Just for how the board looks. Ne? Also jetzt nur davon ausgegangen, auszugehen, wie das Logic Board aussieht. Ja? Wir werden das jetzt einfach mal prüfen. We will have a look for this. What happens if I connect it to power supply? Jetzt schauen wir einfach mal nach, was passiert, wenn wir das Ding mit dem Labornetzteil verbinden. So, also Labornetzteil nehme ich euch hier auf. Okay, 10 mA Low Short. So we got a 10 milliamp Short. Let's see. Na, hier, ich zeige euch das. Okay. So, was passiert, wenn wir booten? Was passiert, wenn wir versuchen zu booten? Ich drehe euch einmal den Screen so, dass wir das, dass wir den sehen. So, we perform a boot.
filme euch das jetzt hier einfach einmal mit. Ja, okay, das ist. Abwarten. Okay, wir haben einen Stuck bei 122 mA und wir sehen nichts auf dem Bildschirm. Okay, nochmal. Ich bleib länger drauf. 122 mA Stuck. Okay. Also, ich zeige euch das Bootverhalten. I just show the boot behavior to you. Okay, this one, sorry, wrong video. So hier, das ist das Bootverhalten. Zack, 122 Stuck. Okay, jetzt würde ich sagen, wir nehmen als erstes den Chestnut runter, weil man sieht ja direkt die Korrosion darunter schon. Ja? Dazu kommt das Teil auf die WL, auf den WL-Holder. We go to the WL-Holder and go directly under the microscope. So. Das ist jetzt das Erste, was mich hier in dieser Situation aufmerksam macht, ist die Korrosion unter dem Chestnut I see. So, the corrosion under Chestnut is the first thing I see in this case. So, we add some flux here. Alexa, Absaugung an. We activate the dust absorber. Okay. Let's clean that. Also, wir reinigen das jetzt einmal. So, was wir jetzt brauchen, ist ein neuer Chestnut IC. Nehmen wir jetzt einfach von einem iPhone 7 Board, weil der IC an sich ist gleich. We just take a new Chestnut IC out of another board. Oh, sorry, it's not the Chestnut IC is here. This should be the Backlight IC. Sorry, people, sorry. Also, das ist ein Backlight IC, nicht der Chestnut IC. Sorry. Eine Sekunde. Apple! Just have to take a look for my dog. So, also, jetzt nehmen wir den Backlight IC hier raus und verlöten den auf dem anderen Board. Now we just take the Backlight IC. Sorry, Pip, for telling you it's Chestnut. Okay, sorry. See, it's the Backlight circuit. You see the diodes and I was sleeping. Jetzt nehmen wir den so raus, dass wir den direkt hier wieder verlöten können. We just take it out in a way so we can directly resolder it to this board. Okay, so jetzt haben wir den Backlight IC wieder drin. Jetzt kontrollieren wir einmal die Diode. We just
Take measurements for the diet. Get to diet mode. Okay, one side. Oh, oh, but that's not bad. Okay, diet is okay. Also die Diode ist okay, das hier macht nichts, das ist einfach nur gerade so ein bisschen oben drauf, das ist okay. Jetzt schauen wir die Diet Mode Readings an. We just check Diet Mode Readings for the Display Connector and have a look for this here. Na, wir schauen uns jetzt hier einfach erstmal die Spannungsabfälle an. Vom Display Connector. Voilà. Wir gehen mal auf die Intel-Version. Haben wir da Spannungsabfälle hinterlegt? Ich glaube, wir haben nur beim Qualcomm-Board die Spannungsabfälle drin beim iPhone 8. Ja, so ist es auch. Okay. Also, dann. Und hier haben wir schon was. Der dritte ist Glas Open Line. So, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touch to AP. Da haben wir Open Line. Da haben wir einmal Open Line. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir wieder Bild haben. Ja? Schauen wir uns erstmal, haben wir ein Bootverhalten, haben wir Bild und dann kümmern wir uns um alles weitere. So, we just need to have a look for, do we have a boot? Haben wir jetzt wieder ein Bootverhalten. Das heißt, wir verbinden das Ganze jetzt mit dem Labornetzteil. Schauen wir mal an, ob wir wieder was sehen auf dem Bildschirm. Das ist doch schon mal gut. Und hier, wir sind im, also wir sehen wieder was auf dem Bildschirm. Wir haben auch wieder ein Backlight und wir sind im Restore Mode. Das heißt, wir gehen jetzt hin und fahren an dem Gerät einfach einmal ein Update. So. What we see is we have image again, backlight again, okay? Perhaps we had really only no backlight before, I didn't have an exact look. Ne? Also ich habe vorher jetzt nicht genau reingeschaut, ob es vielleicht nur no backlight ist, ja, weil die Image Line war in Ordnung. Also hatten wir vorher faktisch ganz einfach ein no backlight Problem. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir ein Update übers Gerät jagen. Da war vorher anscheinend schon jemand irgendwas am Probieren an dem Gerät. I think that somebody before already tried something on the device and that is the cause why we are at this mode now. Yeah. So, we see it charges, but I take another battery just for test. Ich hole eine Testbatterie. So, und jetzt machen wir da mal eine andere Batterie dran. We just add another battery. Hope that this battery is charged. Ja, jetzt hoffen wir, dass die Batterie etwas vorgeladen ist. Jawohl. Gut, und jetzt
machen wir an dem Gerät einmal ein Update. We just do an update now. Starting 3U Tools. Ich starte einmal 3U. Ich kann euch 3U hier leider auf dem Bildschirm nicht zeigen. Das funktioniert nicht, warum auch immer. Und wir machen einmal einen Retain User Data Flash. Und wir machen einen Retain Nutzerdaten, also die nur ein Update im Endeffekt. Ja. So, was wir hier sehen, diese Linien, bin ich mir sicher, das steht in Verbindung mit der Touch-Problematik. Das lösen wir dann im Endeffekt auch noch. So, the stripes you see, or perhaps you see not, these are caused by the touch issue. So, sending kernel cache. Und wir landen wieder in diesem Modus. So. Und jetzt seht ihr, wir haben das Backlight-Problem behoben, aber was wir nicht behoben haben, oder was wir noch nicht haben, ist die Daten. So, you see, we have Backlight, but we have no data. At moment. Ja, im Moment. Wie sieht's aus um den NAND rum? Okay. Hier oben auch okay. So, dann checken wir jetzt erstmal die Diode Mode Readings komplett an den Konnektoren. We just check Diode Mode Readings completely on the connectors. And I would need it for Intel. Okay. Good. We check all the readings at first. And we start at this connector now. Open line, okay. Open line, yeah, okay. Okay, die Readings sind gut. Ja. Die Readings sind gut. These readings were good. So, touch to AP missing. Yeah, okay. Okay. Also bisher nur der Touch to AP, to Application Processor Unit. So, und jetzt haben wir den nächsten, der fehlt. Der nächste, der fehlt, ist Display to Many Bsync Con L. Okay, den checken wir auch gleich. Okay. Ist okay. Gut. Hier machen wir uns eine Markierung. I just mark it here. This one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This one. These two we need to check. Also diese beiden. Ich schau mal, ob ich euch ZXW geben kann. So, diese beiden müssen wir prüfen. Ja? So, das heißt, wo führt das Ganze hin? Okay.
Okay, directly CPU. Und hier nehme ich an, dasselbe. Jawohl, also zwei Punkte. Jetzt überprüfen wir erstmal die beiden Seiten vom Filter. First we just check both sides of the filter. So, Capacitor and Filter. Dann haben wir einmal einen Kondensator, einmal einen Filter. Das ist eigentlich... Auf dieser Seite haben wir 400, auf dieser Seite haben wir 400. Ja, jetzt sind wir wieder da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ihr seht, wir haben wieder ein Reading. Ich gehe davon aus, dass hier einfach ein Kontaktbruch war und durch das Freikratzen das Ganze wieder frei liegt. Hier sind wir aber wirklich Open Line immer noch. So here we have connection again, perhaps of my scraping method. So, jetzt brauchen wir hier. Hier sind wir. Das heißt, auch hier wieder einmal freikratzen. And you see this filter is loose. Ne? Wir sehen hier, der Filter, der ist locker. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. I hope you can see all. Oh no, I have to close ZXW. Okay, so. Now we can just check for... This side is okay. Okay, this side is... Okay, da hat sich also auch hier... Hat man einen gelösten Filter. Was machen wir jetzt? Es geht hier nur um Datenrettung. It's only data rescue job. So, if it's only data rescue... We can act like this. Ne? Wenn wir wirklich nur eine reine Datenrettung haben, dann können wir sowas machen, wie ich das jetzt hier mache. Ich werde jetzt diese beiden Punkte miteinander verbinden. I just connect them both points to bridge the filter. Ja, also quasi anstelle von einem Filter setze ich hier jetzt einen Jumper. Hey, where is my fucking jumper? So, come on to me. Zu mir. So. Okay, jetzt schauen wir, ob wir mal wieder ein Reading haben. Und ja, wir haben hier wieder ein Reading. We have a reading again. An der Stelle haben wir jetzt wieder ein Reading. Und jetzt checken wir einmal Bootverhalten. Check for boot behavior. So. So, check with another screen. Wir checken noch einmal mit einem anderen Bildschirm. Ich will nur was schauen, was die Streifenbildung angeht.
andere Screen hier funktioniert überhaupt nicht. Der ist hinüber. Ich hole mal gerade noch einen anderen Testbildschirm. I just take another test screen. One second. So. Jetzt testen wir das. Jetzt den nächsten Bildschirm, der nicht funktioniert. Anscheinend ja. So, was passiert denn ohne Bildschirm? Lass mich mal was kontrollieren. So, wir probieren jetzt Folgendes. We just check up the following. Wir machen einmal ein Update, aber ohne, dass wir einen Bildschirm verbunden haben. We just do an update without a connected screen. So. Driver wählen. I just need to take another driver for that. So. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. We just wait what happens. I just have to take a look on 3U now. Sending kernel cache. And I think it's the same. Und ich gehe davon aus, dass wir wieder, also aktuell haben wir das Problem, bevor der NAND beschrieben werden soll, sind wir weg. Das heißt, wir kriegen den NAND nicht beschrieben und das Gerät geht wieder in den Recovery Mode. Also das Gerät springt, bevor der NAND beschrieben wird, zurück in den Recovery Mode. Jetzt müssen wir erstmal checken, ist der Speicher an sich in Ordnung. Das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ne? Eine Datenrettung an einem solchen Gerät setzt voraus, dass die gekoppelten Komponenten intakt sind. So, data recovery for a device like this needs to have a physically intact NAND flash storage. Ne? So, das ist immens wichtig, weil sonst funktioniert keine Datenrettung. Ja? Okay, my hot air fucks me up. So, die Heißluft spinnt jetzt auch komplett. Aber wir haben jetzt halt schon 35 Minuten, sage ich mal, verballert. Ne? Aber eine Sekunde. Sowas kann auch immer ausgelöst sein. Let me just use my head. I saw that before, caused by a broken BBPMU. Ich habe sowas schon gesehen bei einer kurzgeschlossenen oder teilgeschlossenen Baseband PMU. Und da die B-Sync Line auch hier drunter führt, könnte auch das hier das Ganze verursachen. So, let us have a look. Also lass uns einmal schauen.
schauen jetzt nur einmal nach. Also natürlich sollte da jetzt nichts verbunden sein. Gut. Jetzt lasst uns das nochmal prüfen. We just check that one more time again, okay? Always use your head. Also immer Köpfchen benutzen, nachdenken. Anders kommen wir nicht zu guten Ergebnissen. Otherwise we don't come to good results. So connect battery. So, mit dem Screen funktioniert's. Und jetzt muss ich wieder Treiber wechseln. I just need to switch a driver. Cause my system fucks up. Ja, mein System ist da ein bisschen im Arsch. So, wir starten 3U nochmal. So, und jetzt das Ganze nochmal. Okay, try this almost full. Schau mal, es ist, weil wir hier Video aufnehmen und meine Platte so langsam voll läuft, müssen wir mal gerade einmal noch ein bisschen frei machen. Eine Sekunde. So, jetzt. Gut, und jetzt schauen wir uns an, was hier passiert. Now we have a look what happens here. Extracting. Need to wait, my system is almost down. Wir müssen kurz warten. Mein System spackt gerade ein bisschen rum. Extracting Firmware, obwohl er das eben eigentlich schon gemacht hat. Aber dann jetzt nochmal. So, we need to wait for my system. We are at recovery mode. We are extracting firmware. And then we will see more. Na, dann sehen wir mehr. Also es kann ausgelöst werden tatsächlich durch eine defekte Baseband-PMU habe ich das auch schon gesehen. Die Diode-Mode-Readings auf den Konnektoren waren in Ordnung. Wir könnten jetzt auch noch die Bootspannungen prüfen. Als allererstes würde ich aber prüfen, wenn das jetzt wieder abbricht, ob der NAND-Speicher intakt ist oder nicht. Ne? Also quasi, ob man die Underlying Partition vom NAND-Speicher lesen kann. So. If that doesn't work, I just check if the underlying partition of the NAND is readable or not. Sorry. And worst case would be swapping. Worst case wäre in dem Fall Teil zu swappen. Muss ich mal gucken, ob ich ein vorbereitetes iPhone 8 Logic Board hier habe. Wenn nicht, muss ich überlegen. Ich habe vor kurzem eins geswappt zum Datenerhalt. So, jetzt muss ich hier wieder den Treiber aktualisieren. Schauen wir nach, was passiert. Und? Nein. Nein, 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 nein. Das funktioniert nicht. So, no. This doesn't work at all. Okay.
We check the next thing. Ne, wir probieren jetzt noch etwas aus. Jetzt müssen wir wieder logisch nachdenken und überlegen. Wir hatten ja eigentlich hier in dem Fall nur, in Anführungszeichen, eine Wasserbeschädigung. Ja, so, wir hatten nur eine Wasserbeschädigung. Wie kann es sein, dass es jetzt hierzu kommt? Ja, ist wirklich eines der funktionskritischen Bauteile defekt? Ja oder nein? Ja? Gab es einen Kurzschluss auf einer Line, die wiederum mit einem der funktionskritisch gekoppelten Bauteile verbunden ist und zu viel Spannung in einen dieser Lines reingejagt hat? Wäre das möglich? Would it be possible that two lines were connected and one line has a low voltage for one of the important parts for the data? Let's see. So, wir werden es jetzt einmal anschauen. Das heißt, wir reinigen hier einmal die Wärmeleitpaste. We just clean up the thermal paste. Das haben, würde ich empfehlen, my way to go now is just heat up the CPU short time. Also als allererstes mal SAR11 CPU vorsichtig einmal erwärmen, inklusive der Coils, including the Coils, just heating up one time. After that, just try again. Ne? Danach noch einmal probieren, eventuell kalte Lötstelle, Fragezeichen, kann das möglich sein? Wenn nicht, Nennspeicher rausschauen, lässt sich die Underlying Partition lesen. Ja? Und jetzt sehen wir aber wieder das Ding, warum wir so häufig swappen, weil das ganz einfach der schnellste und meiner Meinung nach sauberste und risikofreiste Weg dann auch ist. Ja? Ich habe jetzt in diesem Video eigentlich ehrlich gesagt aufgrund der Vorgeschichte nicht damit gerechnet, dass geswappt werden muss. Jetzt müssen wir schauen, weil ich habe kein Swapboard da. Ich müsste dann eins vorbereiten oder suchen, weil ich hatte ein 8er Swap nicht allzu lange her. Das war eine Datenrettung und ich müsste dann nochmal nachschauen. Ah, die Treiber. Wo das war, ich muss da kurz mein Gedächtnis einfach einmal spielen lassen. Okay. Selbes Problem, same issue. Aber wir müssen es ja probieren, ne? Wir müssen uns vorarbeiten. But we need to check, we have to work on. Now we just take off the NAND. Ne? Jetzt nehmen wir den NAND raus. Wir sind jetzt bei 43 Minuten. Wild. Wild, 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 wild. Aber was muss, das muss. Ein loses Bauteil hier schon mal. Here we have a lot of small parts around the NAND missing. But why? Warum fehlen da so viele Bauteile um den NAND?
Okay. Now we just lift out the NAND. Jetzt nehmen wir den NAND-Speicher raus. Vollstoff. Okay, was fällt uns hier auf? What we can see here? Looks like a lot of cold solder joints. Na, das sieht aus nach einer Menge kalter Lötstellen. Überall, wo das Lot so grau ist, ja, und er ging auch sehr schnell und problemlos raus. Also, hier eine Menge loser Bauteile um den NAND. A lot of loose small parts here around the NAND. Okay, but why? Aber warum? Ne? Warum ist das so? Das sieht für mich so aus, als ob das Ding richtig warm wurde, ja? So it looks like this device was really getting hot before. So, und ich würde sagen, als allererstes jetzt, schaut mal, was da alles fehlt. Schaut euch das an. Have a look, what is missing here. A lot of small parts missing. Good morning. Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, seht ihr? Mit dem Anti-Card. Und ihr seht, da fehlt eine Menge. Ne? Und solche Fehler können natürlich auch ausgelöst werden von so etwas. Ne? Das ist ganz klar. Guten Morgen. So gut. So here we are again, and we just take off the solder. Wir nehmen jetzt hier einfach mal das Lot runter. Natürlich gehe ich jetzt die Gefahr ein, dass der Speicher dann im Endeffekt doch defekt ist und wir dann keinen Datenerhalt gewährleisten können. Aber für mich sieht das jetzt im ersten Step so aus, als ob die Problematik hier zustande kommt durch die Bauteile um den Speicher rum und auch die Problematik mit den kalten Lötstellen unterm Speicher. Also für mich sieht das alles sehr kurios aus. Und das hier passt zum Bild auch nicht zu einem Wasserschaden jetzt. Also diese Speicherproblematik hier, die kommt nicht ursächlich von dem Wasserschaden. This, the problem for the storage, like you see here, is not caused by the water damage. After water damage you have shorts, you have disconnected lines, things like that, but not as much like this, and in this area we didn't have any water. Also wir hatten ja wirklich in dieser Region um den Speicher rum überhaupt gar kein Wasser gehabt. Ja? Da war ja nichts. Das haben wir ja gesehen.
So, das hier kann ruhig weg. This one can go. It's not a problem. It's for the SIM detection. Das ist für die SIM-Karte. Das brauchen wir eh nicht. Es geht hier um Daten. Just about data. Deshalb können wir das ruhig wegnehmen. Das ist ein Laura gezeigtes Video. Und? Hat's gelacht? Ich habe gestern so viel gelacht, dass mir heute noch mein Zwerchfell wehtut. So. Einmal den Kleber reinigen. So sieht das doch schon ganz gut aus. Now this looks good. Now we take the P13. Jetzt nehmen wir unser P13 Modul und schauen einfach mal nach, ob der Speicher erkannt wird. We just have a look if it takes the storage chip. Undetected, okay. We clean it. Ja, wir reinigen das jetzt einmal, weil wir haben ja viele graue Lötpads gesehen, auch auf dem Speicher selber. Und da hilft ein Reinigen oftmals weiter. Jetzt wird er erkannt. Now it gets recognized. Jetzt schauen wir uns mal an, ob wir die underlying partition lesen können. We just have a look if we can read the underlying partition. Und jetzt seht ihr auch, ne? Wir haben diese grauen Pads, ja? Und der Speicher wird nicht erkannt. Und nachdem ich die aufreinige, ja, das könnt ihr vergleichen mit, wie erneuern die Lötstellen unter dem Speicher, ja? Dann wird der hinterher auch erkannt, ja? Und er wird auch erkannt und ich kann die underlying partition lesen. Ja? So it gets recognized and I can read the underlying partition. This is good. Also das ist gut, ja? Dass wir das können. Jetzt müssen wir die Bauteile am NAND natürlich ersetzen dementsprechend. Ne? Ich habe hier eine andere Platine. We got another board here. Wie ihr seht, es ist eigentlich alles bisher nur logisches Denken und sich genau anschauen, was, wie sieht das Board aus. Ja? And until now it's only thinking logical and having a look how the board looks. What about the small parts around the NAND? Here are resistors. Resistors connect lines between. There are small caps for the regulation. Das ist alles wirklich, also ein Widerstand, der verbindet immer zwei Linien miteinander. Und wir haben hier 1, 2, 3 Widerstände. Wir könnten jetzt auch noch darauf eingehen, was da miteinander verbunden wird. Ich denke aber, das brauchen wir jetzt im ersten Step nicht. Und wenn Lines nicht mehr kommunizieren können miteinander, ja, dann kann es eben auch zu solchen Problemen, oder dann kann es zu solchen Problematiken kommen, nicht auch, sondern dann kann es zu solchen Problematiken kommen. Und deswegen gehen wir jetzt hin und nehmen die Bauteile hier rüber auf unser anderes Board. We just swap them parts over to our other board. So, wir brauchen jetzt ein bisschen Lot. Need a little bit of solder. Weil auch hier haben wir Graupads. Das hier ist no stuff, this one is no stuff.
And we swap them over. Und jetzt nehmen wir die Bauteile rüber. Schauen wir mal, wo wir anfangen müssen. Okay. Bisschen mehr Heißluft, damit wir schneller fertig sind. So we can be faster. One. Eins. Next one, we just need a little bit more flux. Jetzt seht ihr mal, wie fest auf dem Board das alles sitzt. Now you can see how hard the parts are soldered to this board. And our other board, they just gone away without doing anything. Also auf unserem Board hier waren die Bauteile einfach weg durch leichtes Berühren. Ja. Ja, ganz schön, wenn die Heißluft funktionieren wird heute Morgen. My hot air is just saying goodbye today in the morning. Again, now. Okay. Next one. Resistor, einen Widerstand. Kondensator, Cap. Cap. Kondensator. No stuff. No stuff. Oh, resistor we have here. Sorry. Cap. Cap. Okay. So, also wir haben jetzt die ganzen fehlenden Bauteile umgesetzt. Unten brauchen wir nicht. Sim Detection unnötig. Bei dem Board zumindest unnötig. Bisschen Flussmittel drauf. Just add some flux. And reball the NAND. Und jetzt den NAND reballen. Und dann den NAND verlöten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. And then we have a look until we how we can go on.
Gut. Notpaste. Just take some solder paste. Into the stencil. Freeballen wir den Chip, which is freeball the chip. Und jetzt verlöten wir den auf dem Logic Board. And now we just solder it down for the Logic Board. Gut, dann, let's see, lasst uns schauen, ob wir nun einen Datenerhalt gewährleisten können. Let us see if we can get access to the important data now, or if we can run an update now. Oder ob wir jetzt hier ein Update fahren können, machen können, durchführen können. So. Und jetzt nochmal. Treiber aktualisieren. Zack. Und retain. So Leute, hier bin ich nochmal. Sorry. Das Video ist abgebrochen, ganz einfach aus dem Grund, dass mein Laufwerk D, das ist mein Videolaufwerk, übergelaufen ist. Vorhin hat ihr schon 3U rumgemeckert und hat gesagt, hier, es müssen 5 GB frei sein, sonst kann ich das Backup nicht mehr entpacken. Das Drive war voll, dann hat es angefangen zu laggen, dann war das Video weg. Also wir waren an dem Punkt, wir haben ein iPhone 8 gehabt, wir haben Korrosion am Backlight-IC gefunden, wir haben den erneuert, wir haben hinterher dann noch leichte Streifen im Bild wegen der Touchline gehabt. Wir haben das alles soweit beheben können. Da haben wir gemerkt, okay, wenn wir aktualisieren wollen, weil das Gerät im Recovery Mode war, wenn wir aktualisieren wollten, dann ist bei 18%, also bevor es im Endeffekt an das NAND-Beschreiben geht, ist das Ganze abgebrochen. Ja? So, dann haben wir den NAND rebolt, haben geschaut, wir hatten gesehen, wir haben kalte Lötstellen am NAND gehabt, wir haben um den NAND rum, haben sich schon eine Menge Widerstände und Kondensatoren gelöst, die haben wir einfach präventiv alle mal ersetzt, haben den NAND wieder verlötet, hatten hinterher aber immer noch das gleiche Problem. Ja? Das heißt, wir haben hier wieder das perfekte Beispiel dafür, dass wir im Endeffekt über eine Stunde aufgewendet haben auf eine Diagnostik nach einem Wasserschaden, der eigentlich gar nicht schlimm ausgesehen hat, ja? Und wir konnten keine Funktion bzw. keinen Datenerhalt gewährleisten. Ja? Also habe ich das gemacht, was ich wahrscheinlich gleich hätte machen sollen. Ich habe das Teil geswappt. Ja? Sprich, wir haben, ich habe hier von dieser Platine die CPU, den NAND-Speicher und die Daten vom Logic EEPROM genommen. Mit den aktuellen iOS-Versionen muss ich den NFC auch nicht mehr übernehmen jetzt. Ja? Also iOS 15 funktioniert es problemlos auch mit einem anderen NFC-Baustein. Und ja, dann habe ich das Gerät gestartet, dann waren wir im Recovery Mode und jetzt sind wir gerade aktuell bei einem Update, Retain User Data, Checking File System bei 20%. Das dauert jetzt natürlich eine Zeit, gleich wird der Balken anfangen zu laufen und dann werden wir an dem Gerät einen vollen Datenerhalt haben. Also das Problem, dass wir bei 18%, bevor der NAND beschrieben wurde oder werden sollte, den Abbruch hatten, den haben wir gelöst, dadurch, dass wir dann im Endeffekt doch forensisch das Ganze gemacht haben und die funktionskritischen Bauteile miteinander verheirateten Bauteile geswappt haben. Ich zeige euch das hier jetzt noch einmal kurz. Also wir hatten hier im Endeffekt die Problematik mit der Korrosion an dem IC. Dann haben wir hier einmal das Swapboard, was ich vorbereitet habe, da CPU runtergenommen, Swapboard vorbereitet, NAND runtergenommen, Swapboard vorbereitet, ja.
Beziehungsweise, ja genau, so, dann haben wir hier die CPU an diesem Board runtergenommen. Da kann man natürlich jetzt auch anhand der Nummer nachvollziehen. Ja. Ich zeige es euch gerne hier unter dem Mikroskop, weil ich möchte, dass ihr seht, dass das alles seine Richtigkeit hat. Auch von der Uhrzeit her könnt ihr hier gerne nochmal schauen. Datum und Uhrzeit natürlich checken. Ja, man muss ja immer, gibt ja immer viele Neiders, die dann irgendwie... So, also ihr seht hier die Seriennummer von dem Logic Board. Und ihr seht hier, das kann man es erkennen, auf dem Bild natürlich auch die Seriennummer von dem Logic Board. Ja, die könnt ihr vergleichen, die passt. Könnt ihr auch auf Social Media, auf Instagram, auf meinem Kanal dort machen, auf meiner Instagram-Seite. Ja. So, dann haben wir hier CPU raus, gereinigt, dann haben wir hier das Bootverhalten kontrolliert, dann haben wir das Ganze rebolt und dann haben wir das Ganze auf diese Platine hier. Ihr seht, auch die hat einen roten Wassermarker. Auf diese Platine übernommen, haben dann die Logic EEPROM-Daten noch kopiert und haben dann das Ganze verlötet. Das hier war der Apfel beim ersten Boot, den habe ich einfach einmal geknipst. Jetzt machen wir die Datenwiederherstellung, da machen wir noch ein Bild, wenn diese, wenn das Update erfolgreich durchgelaufen ist. Also das nur, ich mag diese eine Stunde Video ganz einfach nicht verwerfen. Das hat mich jetzt so gewurmt, ich habe mir morgen die Zeit genommen, habe mich eine Stunde dahingesetzt, noch bevor Andi kam oder Andi kam dann relativ am Ende von dem Video und ja, dann ich hätte das jetzt einfach wegwerfen können und das ist für mich immer eine Menge Arbeit, diesen Content auch zu produzieren, auch wenn ich hier nur auf Record drücke und hinterher da nichts dran rumschneide und rummache. Ich hasse eigentlich Schnitte, mich ärgert es jetzt schon sehr, dass wir so weit sind, aber ich hätte an dem Punkt sowieso das Video abgebrochen, weil ich hatte noch andere Sachen zu tun und habe dann jetzt einfach mal zwischendrin gesagt, komm, weißt du was, ich swap das Ding jetzt noch schnell. Ich hätte es eigentlich am Anfang machen sollen, aber ich wollte euch auch mal zeigen, wie geht man von der Diagnostik her an so eine Sache ran, wie mache ich das, wie schaue ich mir das Board genau an, kann ich eventuell auch so das Ganze zum Laufen bekommen. Ja? Es war hier ganz einfach nicht mehr machbar, wir hatten diese Problematik mit der Touchline, die war zwar sauber, aber wir haben trotzdem im Endeffekt das Geflimmer gehabt, das kommt dann auch durch die Korrosion, die wir teilweise noch an den Kondensatoren hatten. Ich hätte da wirklich noch ein bisschen nacharbeiten müssen und hätte dann trotz allem keine erfolgreiche Datenrettung gehabt und dementsprechend habe ich das Ganze jetzt so gemacht und im forensischen Board-Swap-Verfahren gemacht. Ja, das ist, man sagt es hinterher immer wieder, ne? Man lernt nie aus, der schnellste und sicherste Weg ist eben immer noch die Übernahme der funktionskritischen Bauteile auf eine andere Platine, um dann einen Datenerhalt gewährleisten zu können. Warum ich jetzt so viel rede, ist, dass ich warte, dass es hier endlich losgeht, aber es ist ganz normal, wir sind hier noch bei 20% bei Checking File System. Ja, wir sind hier bei 20% jetzt noch bei Checking File System und das ist auch ganz normal, dass das jetzt hier so lange dauert. Ne? Da braucht ihr euch überhaupt gar keine Gedanken machen. Wir warten jetzt einfach noch ein paar Minuten ab, bis der Balken dann im Endeffekt auch beginnt zu laufen. Vielleicht warten wir auch ganz bis zum Ende. Ich erkläre das Ganze jetzt nochmal auf Englisch, dann haben wir sowieso nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht und dann schauen wir mal, wie weit wir sind. So people, sorry, my hard drive, Drive D, was full. So the video ended up while I was ready with diagnosis, with renewing the backlight IC, with checking the diode mode readings, with reballing the NAND, with replacing caps and resistors next beside to the NAND. But we had the problem that before the NAND writing began on 18% and 3U, we had a breakdown and again the recovery mode logo on the screen. I just checked it with another housing. The housing with which I have here is next, because after after I'm done with the board diagnostics and with the hardware, usually if you got this breakdown at 18% before the NAND writing starts, it can be caused by a bad lightning port. So I just took a complete other housing for checking this. But we had still the same issue, 18% break. So for me at this point, it was done. And I said, okay, it makes more sense than just swapping the board, because I didn't want it to measure the boot voltages, checking where the problem is, because this takes a lot of time. We already had an hour of work and it was faster to just swap that over. And now we are done. You can check the numbers on the board. I showed it a minute before in the video and you can see it on Instagram. This is the original board we had before with the serial here. Go to the microscope and check it here. And the CPU out of this board, I swapped over
to a new board which I prepared. You can see all this on Instagram on my post. I will do it later. And now we're just doing an update on 3U tools. At the moment we are at 20% checking file system. This takes a long time, that's just normal. And after this process is done, or now it's done, now it starts unmounting file system. So now the bar begins to run, and after that we will have access to all the important data of the phone. So in the end we use the forensic method and we swapped over the CPU, the NAND and data of the logic EEPROM on iOS 15 and higher. Now I'm just flashing the 16 beta 4 to it, but on iOS, starting at iOS 15, it's okay to don't switch over the NFC. You don't need to swap it. And yeah, so we got an important data rescue job done. You see the bar runs now. We just wait until it's finished, 25% now. I just say some words in German, but I wanted to explain you in English what I did and what I already explained the German followers or viewers in the last minutes. Also, jetzt seht ihr, jetzt geht's hier los. Das heißt, das Update fährt jetzt durch. Ich flashe hier jetzt die iOS 16.0 Beta 4 drauf, ja, weil ich die einfach gerade geladen hatte und die auf dem Rechner war. Und da ist er, komm, dann flashe ich die jetzt drauf, natürlich mit einem Retain User Data, also als Update. Ja, und hinterher ziehe ich davon ein Backup und dann war es das. Natürlich zu beachten ist dann, dass die neue Device, auf die die Daten aufgespielt werden, auch mindestens diese Version hat. Das werden wir dem Kunden auch kommunizieren. Hallo, flash dir dann die 16.0 Beta 4 drauf oder warte, bis die Final kommt und flash die drauf. Und dann kannst du das Backup von diesem Gerät einspielen. Oder man lädt sich eine Software wie den iPhone Backup Extractor und greift dann drauf zu. Ist ja auch alles möglich. Oder man lädt es in 3U-Tools rein und zieht sich dort, extrahiert sich dort einzeln die Inhalte raus. Kann man natürlich auch alles tun. Das ist dann aber Kundensache. Bei uns ist es immer so, wir führen die Datenrettung durch und wir stellen dem Kunden das komplette iTunes oder 3U-Tools Backup, das ist gleich, stellen wir zur Verfügung zum Download auf einem, bei einem sicheren Hoster. Und nachdem der Kunde uns dann bestätigt hat, er hat die Daten geladen, er konnte die erfolgreich die Inhalte extrahieren oder das Backup auf ein anderes iPhone einspielen, gibt es natürlich eine Anleitung von uns zu, erst dann werden die Daten von uns gelöscht. Also alles sicher, alles ordentlich, alles so wie es sein soll. So I said, it's just in these cases, we get the backup for the customer, we pack the backup into a RAW file, unkomprimiert, unpressed, and then we do an upload to Mega and Set, secure upload, and after the customer got the data and said, okay, I have all is good, we delete them again. So that's the way how we work. Now we are at 43%, so I think we are almost done. So we just wait a short time until this has been finished, and then you can see that we are back at the data rescue mode and we have all the important data on the phone. And that is what I wanted to show you, and I don't want to waste more than 1 hour of video, so I just swapped it over, and you got a little cut in the video now, sorry, but it's not possible to handle it in another way. Also nochmal, sorry, dass wir hier im Endeffekt jetzt nicht alles in dem Video drin haben, aber ich hätte es auch wirklich ganz einfach faktisch nicht realisieren können, euch da jetzt in irgendeiner Form noch mit in den Swap zu nehmen, weil hier eben auch noch Dinge zu klären waren mit Andi, mit mir, mit Kunden, und das funktioniert dann nicht. Ne? Dann kann man sich nur entscheiden, zwischen entweder morgens in der Früh ein Swap-Video, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir jetzt schon, habe ich euch häufiger, A11 habe ich euch ja auch schon mehrfach gezeigt. Ne? Ist ja nicht so, dass A11 dann jetzt die komplette Neuerung gewesen wäre. Das Verfahren habe ich euch mehrfach gezeigt. Und vielleicht war es auch mal ganz interessant zu sehen, wie man an so eine Sache rangeht, wenn man eben nicht gleich präventiv swappt. Ne? Wobei das, wie gesagt, meiner Meinung nach in diesen Fällen, und das hat mir das heute wieder bestätigt, meist die beste Lösung ist. Ja? Nicht mehr als 15 bis 20 Minuten auf die Diagnostik verwenden, habe ich bis dahin keinen Erfolg, ja? Dann darf ich mich nicht verlieren. Und da muss ich ganz schnell an dem Punkt sagen, es
macht hier keinen Sinn, wir swappen das Ding. Es war ein Ansporn durch das Video. Ich wollte, wir waren ja auch auf einem relativ guten Weg, muss man auch dazu sagen. Aber ich wollte es einfach durchziehen. Ne? Und ja, es ist, wie es ist. Wir sind jetzt bei 60% und wir werden dementsprechend dann auch gleich das Ganze abgeschlossen haben. Ja? Sollen wir das jetzt noch anschauen? Sollen wir uns die Zeit jetzt auch wirklich noch nehmen? Ich zeige euch mal, wo wir jetzt gerade sind. 60% ist wieder Checking File System und deswegen ist das wieder mit einer leichten Wartezeit verbunden. Hier, ne? Also wir sind gleich durch. Wir warten einfach noch kurz. Ja? Und dann würde ich sagen, sind wir für heute mit dem Video durch. Jetzt kann ich auch wieder ans Telefon rennen. Wir warten einfach kurz. Ich gehe jetzt ans Telefon. I just have to go to the phone. Please wait a short time. And I'm back again. Das war's, hier bin ich, jawohl. Also, so gut wie durchgelaufen. Sind jetzt bei Checking File System durch. Kommen jetzt auf Sending Firmware Update Data. Also, wir sind jetzt wirklich kurz vorm Ende dieser Aktualisierung. Ich mag das jetzt nur ganz einfach an dem Punkt nicht abbrechen. Da haben wir ganz einfach ein bisschen Wartezeit hinten noch und haben dann am Schluss ein Video, was, keine Ahnung, anderthalb Stunden geht. Das soll dann so sein. Kann ich dann auch nicht ändern. Ich kann hier den Vorgang jetzt leider nicht beschleunigen. So we are 60% but not checking file system anymore. We are one step further at sending firmware update data. So all is fine. We just need to wait until the bar runs through the screen and then we can end up this video. Also jetzt noch kurz Geduld haben. Bis wir durch sind, vielleicht nochmal generell zur Erklärung, wie könnt ihr bei uns Geräte einsenden, wie machen das Händler, wie können wir zusammenarbeiten. Ja, also wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Händlern zusammen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und kannst du vielleicht ein Mini sagen, dass ich im Video bin, dass Tito jetzt nicht drin
So, da kommt jetzt der nächste gefahren, der dann mit mir sprechen möchte und dementsprechend, ja. Also, wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Händlern aus ganz vielen verschiedenen Ländern auch zusammen, ja, und das läuft immer so ab, dass man sich über die Webseite bei uns registriert, dort ein Konto anlegt und dann kann man über unsere Webseite Aufträge erfassen, ja, und kann dementsprechend die Geräte zu uns einsenden. Wir machen eine kostenfreie Diagnostik und dann geht das alles seinen Lauf. Das heißt, wird dem Kostenvoranschlag, den wir erstellen, dann zugestimmt, dann führen wir die Reparatur oder Datenrettung binnen 24 bis 48 Stunden durch und wird das Ganze abgelehnt, dann können Sie sich entscheiden, also die Händler bekommen die Geräte sowieso nochmal zurück und der Endkunde kann sich entscheiden, ob er eine Entsorgung wünscht oder ob er das Gerät kostenpflichtig nochmal zurückfordern möchte. Ja, das ist so im Groben der Vorgang. Wichtig zu wissen ist auch nochmal, dass wir in Europa mitunter die höchsten Erfolgsquoten anbieten im Bereich CPU-Swap-Verfahren. Sprich, wir haben bei allen möglichen Geräten heutzutage verschlüsselte Speicher. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal erklärt in dem Video. Und um die zu entschlüsseln, sind andere Hardware-Bauteile nötig. In dem Fall hier die CPU und das Logic EEPROM. Im Falle von der Android-Device, der Speicher und die CPU müssen zusammen kommunizieren. Das Gerät muss booten. Ja. Es gibt da ein paar Ausnahmen im Bereich Huawei, wo kein vollständiger Boot erfolgen muss und wir trotzdem Daten forensisch extrahieren können. Ist alles ein sehr, sehr großes Thema. Es ist aber generell so, dass wir auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner sind, egal ob für den Endkunden oder ob für den Händler, wenn es darum geht, eine Datenrettung an einer Android-Device oder auch an einer iOS-Device durchzuführen. Ne? Dafür sind wir da, das ist unser täglich Brot und wir machen auch wirklich faktisch nichts anderes. Natürlich reparieren wir auch hier bei uns in der Fachwerkstatt zertifiziert Apple-Produkte im Rahmen des Apple Independent Repair Provider Programms. Führen wir qualifizierte Apple-Reparaturen durch. Wir führen Reparaturen an Samsung-Geräten, an Huawei-Geräten, an allen möglichen Herstellern durch. Ja? Immer unter Nutzung von Serviceware, sprich Herstellerqualität. Ja? Ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir, wenn wir zum Beispiel ein Display austauschen an einem Samsung S20 Ultra 5G, dass wir da natürlich wie an allen anderen Geräten auch Serviceware nutzen. Ja? Und nicht irgendwie mit günstigen Copy-Displays arbeiten. Ja, sowas gibt es bei uns ganz einfach in der Werkstatt nicht. Ja. Wir möchten dem Kunden immer, wenn wir eine Reparatur durchführen, das Gerät so aushändigen, wie wenn er das vom Hersteller neu bekommen würde. Das ist immer unser Ziel. Und von daher, egal ob Reparatur oder Datenrettung, egal welcher Hersteller, wir hier bei Rescue sind definitiv für euch der richtige Ansprechpartner, wenn ihr qualitativ hochwertige Reparaturen und auch einen qualitativ hochwertig arbeitenden Partner im Hintergrund braucht. Ja. Bei uns sind auch alle Vorgänge vollautomatisiert. Wir können auch gerne auf dem Kanal demnächst hier mal eine Firmenrundführung machen, ja, wo wir euch im Endeffekt einmal durchführen und einmal vorne den Empfangsbereich zeigen, das Gebäude von außen und dann auch unsere Logistik, wo ihr im Endeffekt seht, wir haben eine tägliche Warenanlieferung durch DHL, GLS, UPS, wie auch immer. Wir haben eine tägliche Warenabholung durch UPS. Das heißt, Zahlungen, die bei uns bis 14.15 Uhr über die Webseite mit PayPal eingehen, werden verarbeitet und der Versand erfolgt taggleich, ja, mit UPS. Das heißt, wir haben in 99% der Fälle eine Zustellung innerhalb Deutschlands am nächsten Tag. Ja, das heißt, wenn ich montags ein Gerät einsende und das kommt Dienstag hier an, dann wird das in der Regel zwischen 12 und 13 Uhr hier spätestens zugestellt. Dann hinterlegen wir den Kostenvoranschlag nach Prüfung, ihr stimmt zu. Dann habt ihr in der Regel, wenn's, also je nachdem was es ist, am gleichen Tag noch die Reparaturen, wenn ihr dann noch zahlt, am gleichen Tag bis 14.15 Uhr, dann haben wir ab 14.30 Uhr Abholung. Es kann auch sein, dass ihr um 14.30, 14.45 zahlt und UPS kommt eben erst um 16 Uhr. Wir haben im Vertrag geregelt, dass die ab 14.30 Uhr, wir sind übrigens bei 80%, ja, dass die ab 14.30 Uhr hier bei uns vorbeischauen können, dürfen. Das ist vertraglich leider nicht anders möglich, weil die brauchen ganz einfach ein Fenster. Ja. Und
Dann haben wir aber in der Regel wirklich immer am Folgetag innerhalb Deutschland eine Zustellung. Auch der Versand oder die Versandverpackung ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Wir versenden ausschließlich in Membranverpackungen mit Haftklebeverschluss, speziell genormt und gefertigt für den Versand von Smartphones oder Tablets. Ja? Das nächste Thema ist die Öffnung von Geräten wie zum Beispiel dem iPhone 12. Wir arbeiten hier mit originalen Apple-Werkzeugen das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache, was immer wieder vorkommt, dass Geräte reinkommen, gerade ab der 12er-Serie, die vorab nicht fachgemäß geöffnet wurden und dabei wird zum Beispiel das hauchdünne OLED beschädigt. Ja? Das ist dann natürlich unglaublich ärgerlich. Sowas passiert bei uns nicht, weil wir die Geräte fachgerecht mit den jeweiligen Werkzeugen des Herstellers öffnen, um einen optimalen Reparaturablauf gewährleisten zu können. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier an der Stelle mal loszuwerden. Und dafür ist diese kurze Pause, die wir jetzt hier haben, auch sehr wichtig. Also wir sind jetzt hier bei 91% Writing Metadata. Das heißt, das Ding ist durch. Wir werden jetzt gleich einen Reboot bekommen an der Stelle. Andi, guck mal bitte, ich bin mitten im Video. Das da jetzt nicht, dann mach die Tür zu. Wir haben das jetzt hier ja quasi schon fast abgeschlossen. Ne? Die Sache ist, dass wir halt immer wirklich einen optimalen Reparaturablauf garantieren und gewährleisten möchten. Und da seid ihr bei uns definitiv an der richtigen Stelle. Ja? Egal, ob es darum geht, wie wir eure Reparaturen behandeln. Dann das nächste ist auch, wie werden die Reparaturen bei uns verwaltet? Wir haben eine Reparatursoftware mit dem Namen Fixdesk, mit der verwalten wir unsere Reparaturen, die ist auch voll an unsere Webseite angeflanscht. Das heißt, jeder Auftrag, der generiert wird auf der Webseite, landet automatisch bei uns im System. Ja, da kommt es auch nicht zu irgendwelchen Missverständnissen, Überläufern. Wir haben, was die Kommunikation mit dem Kunden angeht, das Ganze so geregelt, als dass in den jeweiligen Aufträgen eine Kommentarfunktion vorhanden ist. Habe ich Nachfragen zu einem Auftrag, muss ich nicht anrufen und bekomme von Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B irgendeine Aussage zu dem Fall, die dann eventuell nicht 100% stimmt, weil der gar nicht in dem Fall drin war, sondern ich frage in dem Auftrag nach. Der zuständige Mitarbeiter bekommt sofort eine Meldung auf der Apple Watch, das haben wir alles voll gekoppelt, das ist alles hauseigene Entwicklung und dann kann der entsprechende Techniker Ihnen da auch so, oder euch, nicht Ihnen, wir fangen jetzt nicht an zu sitzen hier, kann euch da dann auch sofort die passende Rückmeldung dazu geben und dann passt das. Ne? Ich habe jetzt hier unheimlich viel gelabert und ich weiß, dass auch die englischsprachigen Zuschauer jetzt wieder sagen, red nicht nur Deutsch, sorry, dieser Just some information for the German customers. Ja. Aber wir müssen ja auch die Zeit jetzt irgendwie überbrücken hier in diesem Bereich. Wir sind jetzt bei 91% Ceiling System Volume. Das heißt, wir sind gleich durch. Nur ich mag das jetzt an dieser Stelle ganz einfach wirklich durchziehen, damit ihr jetzt auch gleich seht, dass das Ganze erfolgreich verlaufen ist. Ne. Aber wie ihr seht, es macht wirklich sehr, sehr häufig mehr Sinn, gleich forensisch zu arbeiten, ja, als hinzugehen und dann sehr viel Zeit aufzuwenden, um so einen Fall zu lösen, ohne dass man die funktionskritischen Bauteile swappen muss. Ne? Das ist dann zwar für den Kunden im Endeffekt günstiger, weil ein Swap ist natürlich teurer wie alles andere, aber für uns von der Arbeitszeit eher, wie ihr seht, ist es eigentlich sogar besser, das Ding zu swappen. Aber natürlich ist ein Swap-Preis immer ein anderer, wie der, ich entferne einen Kurzschluss. Ne? Angenommen, ich sende ein iPhone 7 ein, das Ding hat einen einfachen Kurzschluss, wir entfernen den, 79 Euro, der Kunde hat einen Datenhalt und ein funktionsfähiges Gerät. Ja? Ein anderer verkauft das dann als Datenrettung und nimmt 200, 300 Euro für, das gibt es bei uns natürlich nicht. Ja? So, Unmounting File System, das heißt, wir sind jetzt in den nächsten Minuten durch. So, it's Unmounting File System, 91% now, so this update will end up within a short time, and then we will have access to the important data on the phone. I can't say it anymore. I tell it since a long time now. 27 minutes now. Only waiting time for this. Also wir haben seit 27 Minuten labere ich mir hier jetzt einen ab, um in irgendeiner Form die Wartezeit hier zu überbrücken. Aber was muss, das muss. Ja? Es ist jetzt so. Wir sind gleich fertig. 91%. Ich zeige es euch gerne nochmal hier, wo wir gerade sind. Ja, also im Moment
sind wir hier. 91% Unmounting File System und das wird auch nicht mehr lange dauern. Und dann haben wir hier ein fertiges Ergebnis. Aber so lange warten wir jetzt noch. Ja, das ist, da müssen wir mit leben. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch gerne in unserer Facebook-Gruppe mal vorbeischauen. Wir haben eine Facebook-Gruppe für die Deutschsprachigen unter uns. Das ist die Smartphone Repair Group Germany. Dann haben wir eine weitere Gruppe international. Das ist Micro Soldering Smart Techs Worldwide. Und es ist fertig. Congratulations, Retain Data Flash Completed. Das sind die beiden Gruppen auf Facebook, da könnt ihr gerne reinschauen. Ansonsten checkt bitte auch Instagram ab, würde mich sehr freuen. Instagram, Phone, Micro Soldering. So, also ihr seht, das hat funktioniert. Und an dieser Stelle kann man dann, glaube ich, das Ding auch zumachen. Das Ding bootet jetzt einmal neu, dann bin ich hinterher im Datenwiederherstellungsmodus, muss noch zweimal den Code vom Gerät eingeben, dann läuft ein Balken durch und dann habe ich wirklich Zugriff auf die Daten. Aber ich glaube, an dem Punkt können wir das Video jetzt beenden. I think at this point we can end up the video, because now the bar will appear again. The retain data flash is completed. So, thank you for watching the video. Thank you for giving me some feedback. Give me comment, thumbs up, like ever. I would be very happy about that. Subscribe the channel and yeah, danke. Also nochmal vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das Zuhören für 1,5 Stunden Aufmerksamkeitsspanne in diesem Video, für 1/2 Stunde Laberei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten, oder fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, euer Ben.